So Leute, weiterer Meilenstein ist getan. Benzinsystem, Motorsystem, Abgassystem, Abwassersystem, naja, nee, Kühlwassersystem ist fertig. Zeige ich euch in diesem Video. Resultat ist der hier. Die Kartoffel läuft wieder! Gut, ich habe für euch einmal hier eine schematische Ansicht gezeichnet, wie das ganze Dieselsystem funktioniert. Es gibt hier also so einen fetten Haupttank, der hat ungefähr 120 Liter. Und wenn man so einen Haupttank befüllen will von außerhalb, dann gibt es ja natürlich so eine dicke Dieselzuleitung. Und wenn man in so einen Behälter Flüssigkeiten einfüllt, dann muss natürlich die verdrängende Luft auch irgendwo hin. Und deswegen gibt es ja auch eine Entlüftung. Fließt also hier rein der Diesel und die Luft kann entweichen durch so eine Entlüftung, die wieder nach außerbord geht. Ich mache natürlich das ganze System hier für meinen Motor und der Motor wird versorgt durch die untere Leitung an dem Tagestag. Hier ist auch noch ein kleiner Absperrhahn dran. Durch die untere Leitung kann also hier Diesel auch durch Schwerkraft, wenn die Pumpe einmal unten ausfallen sollte, zum Motor gelangen und alles, was der Motor an Diesel nicht benötigt, leitet er, pumpt er zurück in den Tagestank, und zwar oben an dem Tagestank habe ich dafür den Anschluss gebaut. Gut, wie kriegen wir jetzt die Verbindung hin vom Haupttank zum Nebentank? Dafür habe ich erstmal eine Verbindung gebaut zu einem Abzweigventil. Über dieses Abzweigventil könnt ihr an dieser Stelle auch noch Diesel von einem Kanister zum Beispiel ins System einführen. Das ist natürlich mit der Pumpe verbunden. Die Pumpe schafft ungefähr 10 Liter die Minute, müsste also in anderthalb Minuten den Tagestank hier voll pumpen können. Und die Pumpe ist mit einem weiteren Abzweig verbunden. Über diesen Abzweig könnte ich dann zum Beispiel im Herbst oder so den Haupttank leer pumpen. Hier durch die Pumpe und den Haupttank leer pumpen. Ich könnte aber auch, wenn die Pumpe mal ausfällt, über diesen Abzweig hier mit der Handpumpe oder einer anderen Pumpe Diesel von hier aus ins System, in den Tagestank pumpen. Nach der Pumpe kommt also ein Doppelfilter. Der Filter filtert natürlich die Partikel aus dem Diesel heraus und er filtert auch das Wasser aus dem Diesel heraus. Die Verbindung geht oben in den Tagestank. Wenn der Tagestank irgendwann mal voll ist, nach wie gesagt anderthalb Minuten, dann weiß ja dieser ja nicht, wo er hin soll, und dafür gibt es einen Überlauf, der ist aber auch ganz oben an dem Tagestank dran, und dieser Überlauf führt zurück wieder in den Haupttank. Ich könnte also auch jetzt die Diesel hier immer schön im Kreis pumpen, aber er wird da schön gesäubert. Beim Zusammenbau war das größte Problem, das es zu lösen gab, die unterschiedlichen Bauteile mit den Schlauchverbindungen auf eine Höhe zu bringen. Mein 3D-Drucker hat mir da mal wieder super bei geholfen. Das Filterschauglas ist mal wieder kaputt hier. Ich habe insgesamt 2 kaputt gemacht und das Ding kostet jedes Mal 12,50 Euro. Hier kommen die beiden Tankentlüftungen rein, und zwar einer ist für den Dieseltank und der andere ist für den Grauwassertank. Da die Dieselpumpe ja elektrisch ist, muss ich auch mit der Elektrik anfangen. Und an den Schaltern sieht das so aus. Deswegen gibt es hier schon den ersten kleinen Elektro-Exkurs.
meisten Kabel werden 2,5 Quadrat haben. Die werden ungefähr 8 mm abisoliert, dann werden sie ordentlich gekrimmt und am Ende kommt noch ein Schrumpfschlauch mit Kleber drauf. Ich habe alle Verbraucher in eine fette Tabelle eingetragen und mit Abkürzungen versehen, die man dann auch auf den Schaltplänen sieht. Das ist hier der Teilschaltplan für die Bugskiste. BK steht für Bugskiste. So weit, so gut. Also hier vorne Licht, zack, geht hier Licht an. Schön hell. Und da hinten auch für die hintere Bugskiste. So, und der zweite, der mittlere Schalter, der gelbe, ist für die Pumpe hinten. Funktioniert auch. Und der dritte, der ist noch nicht angeschlossen, der ist auf jeden Fall für die Wasserpumpe, deswegen ist er blau. Den Kasten hinten habe ich oben beschriftet. Hier ist ein bisschen Chaos hinten, aber das konnte ich nicht so richtig verhindern. Aber ist da schön in der Ecke drin. Ist eigentlich alles ziemlich fest, kann sich nicht bewegen. Ja. Und geht dann hier oben lang. Und hier zu den Schaltern hin. Versuch Nummer 2. Ein bisschen rüber, so. Okay. Okay, wir haben noch mehr Löcher. Versuch Nummer 3. Nee, kann ich auch nicht, weil du Idioten Ding nicht aufhast. Hauptursache waren die billigen Benzinschlauchklemmen. Ich habe die dann mit Schraubschlauchklemmen ersetzt. Damit kann man wesentlich mehr Druck ausüben und man kriegt die Sache dicht. Okay. Tropft irgendwo. Oh, oh, weiß ich noch nicht. Und schön auf, ja. Vielleicht sehen wir die irgendwo. So, den Ausgleichsbehälter haben wir auch angebaut. Der kommt ungefähr hier hin. Der soll ja so 5 cm niedriger. Die oberste Stelle soll, die oberste Stelle von der Flüssigkeit hier soll ungefähr 5 cm niedriger als die höchste Stelle hier am Kombikühler sein. Das ist ja der Auslauf hier. Haben wir eben mal gemessen. Zack. Da hängt er jetzt. So, dann habe ich hier Kühlerfrostschutz reingekippt. Das sind fast 4 Liter da drin und zwar 50-50 gemischt mit Wasser und zwar KFS 11. Ich habe jetzt hier den ganzen Steuerknüppel mal auseinandergebaut. Mache ihn jetzt schön sauber und dann baue ich ihn wieder zusammen. So, den Gaszug habe ich einmal neu gekauft. Weil der alte war fest, ging nicht mehr. Dann habe ich gestern hier diesen Griff, weil hier so der Gummiknauf noch oben drauf war, der war eh schon angerissen. Und dann habe ich versucht, hier diese Farbe abzumachen. Erst mit Schleifverbehängen, ich kann es so abbrennen. Aber ich habe nicht gesehen, dass das Zinn ist. Und ich dachte, das ist Edelstahl was, oder Stahl, was so echt schwer ist. Aber es ist Zinn und beim Druffbrennen ist es dann geschmolzen. Also habe ich auch noch einen neuen Hebel bestellt. Sieht kurioserweise echt schief aus, aber diese Ebene fällt ab nach hinten, nicht? Damit das Wasser natürlich hier durch das Rohr läuft, abläuft. Aber das ist gerade. So, jetzt müssen wir die Scheiche innen hier zusammenbauen. Also in meinem Fall gibt es jetzt hier so ein Endstück, das habe ich ein bisschen gepulvert, damit es wieder schön aussieht. Und die Ruffe schraubt auf den Schaltzug,
Dann Kontakt jetzt hier noch ein bisschen mit der Mutter hier. Oh, ist der scharf. Da mit der Mutter mal Kontakt noch ein bisschen. Dann gibt es hier oben so eine Schraubenbolzen. Die kommt hier in das Loch rein. So durch. Und der Bolzen kommt dann hier unten in den Schalthebel. Von der Seite hier da durch. Und da durch. Und wird auf der anderen Seite festgeschraubt. Mit natürlich ein bisschen Schraubensicherung. So, und der Zug wird hier oben eingehängt. Das Ding habe ich neu gekauft. Und die Klemme hier. Und die einfach festgeklemmt, dann kann man hier noch ein bisschen die Höhe des Zuges verstellen. So. Okay, sieht jetzt fertig so aus. Getriebe in Nullstellung, der Bolzen dadurch. Das schwarze Ding hier. Hier ist der Zug und der ist fest. Der Zug ist hier ein bisschen angegangen, aber ist mir egal. Ein bisschen grün sparen kann nicht schaden. Okay, auf der Gaszugseite sieht es ein bisschen anders aus, aber hier die Halterung ist ähnlich, kommt hier wieder dieser Bügel hier ran, nicht? Und der hält den Gaszug fest. Und hier vorne kommt hier so ein Ding dran, das hier hochgeschraubt wird. Und auf der anderen Seite ist so ein paar Nöpsel dran, kommt hier durch das Loch durch und dann kommt auf der anderen Seite ein Splint drin oder so. Und das ist hier ein bisschen so ein Druckdämpfer, würde ich sagen. Den kann man hier so ein bisschen drücken und wenn man so Gas gibt, dann gibt es ein wenig einen Ruck gedämpften Gas. Und das baue ich jetzt hier auch mal zusammen. Also ich glaube, ich habe ja vorhin Blödsinn erzählt. Die Feder sollte nicht weich machen, den Zug, sondern den Gashebel wirklich zurückdrücken. Darum ist die Feder da. Ah, man lernt ja dazu. Der Schaltzug, der kommt ja von da hinten. Geht er einmal hier oben um den Motor rum. Und dann trifft er sich hier mit dem Gaszug. Und von da aus gehen sie dann weiter. Dann nach hinten auch rein. Naja, auf jeden Fall da lang. So, als letzten Akt werde ich jetzt nochmal diesen Schalter-Bedienpanel hier umbauen. Da habe ich ja vor anderthalb Jahren hier so ein gedrucktes Teil gebaut. Ist ja auch schon sehr kompakt mit den Teilen, die hier drin sind. Aber das passt leider nicht dahin, wo ich es hinbauen will. Und deswegen habe ich mir so eine Alu-Dibond-Platte fräsen lassen. Hat sage und schreibe 6,50 Euro gekostet. Irre. Und da versuche ich jetzt den ganzen Giraffe inklusive der neuen Komponenten hier einzubauen. Das mache ich jetzt mal fix. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized. Okay, mein neues Bedienfeld. Hier oben rechts habe ich einen Drehschalter eingebaut, so ein Batterieschalter, 50 Ampere kann er schalten. Hier kann die ganze Sache sozusagen scharf geschalten werden. Hier unten links gibt es einen Kippschalter. Wenn man den nach links schaltet, dann geht hier die Beleuchtung an. Später auch in dem Stundenzähler. Der Stundenzähler braucht allerdings auch Strom von D1, von der Lichtmaschine. Und wenn man dann hier auf Licht schaltet, dann wird dann da auch das Licht leuchten. Wenn man den nach rechts schaltet, diesen Kippschalter hier unten, dann wird der Wassersensor und die Hupe hier testet, die Warnhupe hier. Hört sich so an. Und ja, letztendlich hier unten gibt es den Startknopf. Den drückt man, da geht auch schön LD an. Und hier hinten auf dem weißen Kabel sind dann eben 12 Volt drauf. So, wie gesagt, das hier ist der Schalter vom Stundenzähler oder das Kabel vom Stundenzähler, was an D+ an der Lichtmaschine muss. Dann hier einfach verlängert, ne? Und wir mussten hier noch eine Besonderheit einbauen. Die Ladekontrollleuchte, die war ja vorher mit einer ganz normalen Lampe oder mit so einer Glühbirne und die Glühbirne hatte irgendwie 3 Ampere oder so und die hat
wenn die eben an war, die Lichtmaschine dazu angereizt, Strom zu produzieren. Jetzt habe ich ja hier eine LED eingebaut und die LED produziert anscheinend so wenig Strom, dass die Lichtmaschine keinen Reizstrom bekommen würde und nicht startet. Deswegen habe ich hier parallel eine ganz normale Glühbirne noch geschaltet, die so viel Strom verbraucht, dass die Lichtmaschine einfach auch anfängt, Strom zu produzieren. Das war's zum Bedienfeld. Okay, Versuch Nummer 2. So, ich mache jetzt hier 50-50, hier Antifreeze. Da ist einmal die lila eine Suppe drin. Jetzt machen wir die Kiste nochmal an und lassen so lange laufen, bis die lila Suppe hinten rausläuft und dann ist der Motor eingewintert. Okay, letzte Start 2024. Also man kann es nicht sehen, aber es ist schon rosa. Gut, nächstes Jahr muss ich mir, glaube ich, noch mal den Tacho angucken. Der funktioniert nicht. Nicht den Tacho, den Drehzahlmesser. Naja, man hat da super Projekte. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es erstmal zum Motor. Im nächsten Video geht es wahrscheinlich um die Dieselheizung. Die ist nämlich auch schon eingebaut und wer aufmerksam war, der hat an dem Tageszeiger natürlich auch gesehen, dass da schon ein kleiner Abgang über dem Abgang für den Motor ist und der kleine Abgang ist für die Dieselheizung. Dieselheizung ist schon installiert, zeige ich euch im nächsten Teil. Alles Gute, bleibt gesund, dann.